Samurai! Han! Karate Samurai tachi wanda! Negi yung har simta! No! Oi! No kipcha harda! Kube! No shot! Mein Herr! Das waren dann alle. Jetzt zu dem Jungen. Sie schießen nicht mehr! Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr! Die Brücke ist sicher! Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke.
Kaino! Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja. Doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel. Und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch, er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel und zu den dortigen Omamori-Talismanen.
Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Tod aus der Entfernung. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Sakai! Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Halbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Halbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei.
Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Ein Pfeil, ein Tod. Ein Tod. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Hiyoshi Halbert, der Angriff beginnt. Hier lang. Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Ihr beiden, hierher! Was ist, meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Miyoshi Halbert. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Hornissennester. Sehr gute Ablenkung. Trockenes Gras. Lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Sie nähern sich. Gut. Dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen.
Sie kommen den Berg hinunter. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Ich erledige. Eine Spur von Tomoe. Sie wird kommen. Da sind noch mehr. Helft ihn über den Sand. Ist vorbei. Ja, fürs Erste. Ah, da ist sie ja. Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen.
Meins war nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Ich brauche euch bei Burg Haneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. Fürst Sakai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Die Mongolen haben Fürst Shimura gefangen genommen. Das erduldet er. Er ist stark und unverwüstlich, bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einem Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Ich hoffe, ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg. Thank you.
Raunen durch Bäume. Freischaukelnd im leichten Wind. Robuste Abwehr. Der alte Mann hatte recht. Meine Seele ist im Reinen. Sie ist stark.